So, wir sprechen, oder wie, was machen wir mit OA, NextOA? Wir machen eine KI-basierte Multiressourcenplanung, insbesondere aktuell im OP. Und wir starten einfach den Vortrag mal mit einem kleinen Opener, nämlich aktuell, ganz brandaktuell zur Weihnachtsmarktsaison, die Frage, was würde sich jemand, der im Krankenhaus tatsächlich arbeitet, eigentlich auch insbesondere im OP wünschen, damit eben auch diese Zeit entsprechend wahrgenommen werden kann. Es ist ein pünktlicher Feierabend. Und ich habe das ganz bewusst mal mit als Eröffnungsfolie mitgenommen, weil wir eben über ein sehr technisches Thema sprechen, aber dieses doch unglaublich technische Thema einfach nur wirklich erfolgreich sein kann, wenn wir schaffen, die Menschen mitzunehmen. Und da wird dann wieder ein Bogen gespannt aus meiner Sicht, nämlich dahingehend, wir haben ein ganz tolles Produkt entwickelt. Ich stelle das auch gleich nochmal kurz vor, was wir genau tun dann an der Stelle. Wichtig ist aber, dass es auch sehr, sehr viel für die Menschen ändert und dass wir insbesondere im OP sehr, sehr viele Menschen haben, die eben in irgendeiner Form daran beteiligt sind und für die wir etwas entwickelt haben, wovon die Menschen ganz maßgeblich profitieren. Wenn wir uns das mal einmal anschauen, wer hat eigentlich in irgendeiner Form irgendein Interesse am OP? Ich habe das mal angefangen vor 2 Jahren und es wurde immer mehr raufgedockt und ich bin mir 100% sicher, dass es auch immer noch nicht vollständig ist. Wir sehen im Zentrum des Ganzen unseren Patient, unsere Patientin und wir sehen außen herum in der direkten Sonne sozusagen, die ganz unmittelbar am OP beteiligt sind und alle außenrum tatsächlich dann noch mal mehr oder weniger mittelbar. Logistik gehört ja auch eigentlich viel näher ran. So viel Platz hatten wir nicht mehr. Wir wollen aber heute tatsächlich einmal, dadurch, dass es eben auch um die Menschen gehen soll, einen Blick darauf werfen, wer profitiert denn davon von NextOA eigentlich direkt. Und ich habe alle mal orange eingekreist, die tatsächlich von der Implementierung einer KI-basierten OP-Planung. Also wir bieten etwas an, was nicht die Diagnosefindung im Krankenhaus unterstützt, sondern tatsächlich die Organisation ganz maßgeblich durch das Einbringen von bereits optimierten Vorschlägen für die Planung. Und wie ihr seht, das sind super viele, die davon eigentlich einen direkten Benefit haben, wenn wir schaffen, robuster zu planen, zuverlässiger zu planen, weil das eine unmittelbare Ausstrahlwirkung in diese ganzen orange markierten Bereiche hat. Und wir lenken den Blick, wir werden noch ein bisschen präziser auf die, die ich jetzt wirklich komplett orange eingefärbt habe. Und zwar sind das die Parteien, mit denen wir auch beispielsweise bei der Implementierung sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben, wenn wir NextOA in einem Haus implementieren, nämlich wir unterscheiden immer zwei Stränge. Das eine ist, dass wir die technische Anbindung haben, das ist die IT. Wir schließen uns an die datenführenden Systeme an, das kommt auch gleich noch einmal. Auf der anderen Seite haben wir einen komplett prozessualen Strang, nämlich den, dass wir uns anschauen, wie läuft es denn heute? Wie plant denn ein Krankenhaus heute überhaupt seine Operation? Wir unterscheiden natürlich zwischen elektiv geplanten Operationen, die etwas langfristiger angegangen werden können, und zwischen Notfalloperationen. Wie läuft das denn? Und da stellen wir eigentlich in jedem Haus einmal mehr fest, dass jede Abteilung ihre ganz eigenen Trampelpfade hat. Jede Abteilung hat ihre ganz eigenen Akteure, die eine Rolle spielen. Und auch hier ist es wichtig, tatsächlich zu verstehen, wie es läuft. Weil wenn wir Dinge verändern wollen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir im Sinne des Change-Managements-Gedanken jeden mitnehmen. Und dazu müssen wir verstehen, wer heute tatsächlich schon an diesem Prozess beteiligt ist, damit wir auch denjenigen zeigen, guck mal, dieser Prozess wird sich in der Zukunft ändern und da wollen wir gemeinsam hingehen. Und ich habe Häuser erlebt, wo tatsächlich die Sekretariate das Nonplusultra sind und die geht überhaupt nichts in der OP-Planung. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, sich auch sehr intensiv in der Tiefe mit diesen Themen zu beschäftigen. Wir wollen aber tatsächlich, wir haben zwei Perspektiven, ich habe sie gerade schon einmal aufgemacht, einmal schauen, die technische Perspektive. Wir liefern bei NextOA einen Vorschlag über die OP-Planung. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo eine OP angemeldet wird,
Glauben wir alle Ressourcen, die dafür erforderlich sind, zusammen, machen auf Basis von über 100 Faktoren und Faktorenkombinationen, ganz wichtig, Abhängigkeiten, die in der Komplexität von Menschenhand überhaupt nicht mehr durchschaut werden können, einen Vorschlag. Das Ganze, wir sehen das auf der rechten Seite im Ergebnis, sieht immer so ein bisschen aus wie Tetris tatsächlich. Wir können auch gleich nochmal, wenn noch Zeit ist, ins Live-System schauen. Ich kann auch sonst einen Screenshot zeigen, den ich mitgebracht habe, wie es dann letztendlich aussieht. Wir bieten ganz viel unter der Motorhaube sozusagen an. Also wir sind der Mechanismus, der alle Tetris-Steine immer in die richtige Reihenfolge rückt und immer, wenn ein neuer Stein reinfliegt, auch gleichzeitig checkt, haben wir denn bisher immer noch die richtige Reihenfolge oder wäre was anderes vielleicht tatsächlich sinnvoller? Wir schließen uns, wir sind kein datenführendes System, komplett an die existierenden Module oder auch Softwares in den Krankenhäusern an die Systeme. Das war das Wort, was ich suchte. Wir schließen uns komplett an die Systeme an. Um einige Beispiele zu nennen, sind das zum Beispiel das Krankenhausinformationssystem. Wir schließen uns an die Dienstplanung an, weil wenn wir Ressourcen planen, ist es sehr wichtig zu wissen, wann die Ressourcen überhaupt verfügbar sind. Und wenn wir uns an die Dienstplanung andocken, können wir die Verfügbarkeiten automatisch exportieren. Oder an etwa EG3-Systeme, die beispielsweise heute noch verwendet werden im Rahmen der OP-Dokumentation. Wir nehmen also sehr viele Inputdaten, Stammdaten, Rahmenbedingungen. Wir analysieren auch schon am Anfang direkt alle vorliegenden Regelwerke, wie beispielsweise OP-Statute oder Verfahrensanweisungen, einfach dahingehend herauszufiltern, was für Planungsregeln hat das Haus eigentlich, die vielleicht auch beibehalten werden sollen, weil wir eben nicht von 0 auf 100 alles auf links drehen wollen, sondern das Ganze Schritt für Schritt miteinander gehen müssen, damit es erfolgreich wird. Und dieser gesamte Input, was auf der linken Seite im Orangen steht, geht durch Nextdoor. Ich habe da nochmal was mit aufgenommen, was ganz nicht unwesentlich ist an der Stelle. Wir docken uns an, sagte ich eben, wir sprechen FHIR, HAL7, also wir sind da super flexibel, wie, über welche Schnittstellen die Daten dann letztendlich zu uns kommen. Und das, was wir letztendlich generieren, sind unfassbar genaue Schätzungen der OP-Zeiten für jede individuelle OP. Das heißt also auch der Patient steht hier ganz massiv im Zentrum. Und das ist eine Größe, die nicht zu vernachlässigen ist, weil tatsächlich, ich habe es eben erwähnt, wir haben 100 Faktoren und Faktorenkombinationen, auf deren Basis wir das Ganze schätzen. Und das Alter eines Patienten ist beispielsweise einer der ausschlaggebenden Faktoren, die einen Einfluss auf die OP-Dauer haben. Und das ist etwas, was heute, wenn wir mit Durchschnittswerten oder Erfahrungswerten planen, tatsächlich häufig keine Anwendung findet. Und dann ist es so, dass wir überhaupt diese OP-Zeiten, wenn wir sie nicht individuell angehen, auch nicht einhalten können. Und genau darum geht es. Also genau an dieser Stelle setzen wir an. Und wir planen das Ganze so, dass eben auch je nach der Hauskategorie und dem Anteil der Notfälle mit eingeplant werden, weil eben Puffer dort sind, die entsprechend die Notfälle mit abbilden, ohne dass elektive geplante Operationen abgesetzt werden. Und wenn Änderungen reinkommen, wie beispielsweise ein Notfall oder uns fällt ein Saal aus, machen wir automatisch für das OP-Management einen Vorschlag. Und erst wenn das OP-Management diesen Vorschlag abgesegnet oder angepasst hat, kann er oder sie das veröffentlichen. Und dann wird es zum OP-Plan visuell dargestellt für alle anderen einsehbar. Das vielleicht so ganz kurz als Übersicht im Rahmen des Impulses zur technischen Perspektive und zur Funktionalität. Als letztes habe ich noch einmal kurz mitgebracht, was ist denn eigentlich die prozessuale Perspektive dahinter? Wir haben eben in den orangenen Kreisen alle die nicht IT waren, gesehen und die habe ich jetzt im Folgenden einmal extrahiert, wieder zusammengefasst. Wir schauen auf insgesamt 5 Parteien, die ganz maßgeblich, jeder auf ihre eigene Art und Weise, von Nextdoor profitieren. Sekretariat und Case Manager, also diejenigen, die heute die OP-Planung tatsächlich häufig machen. Die Auslastung durch administrative Planungstätigkeiten bezogen auf die OP-Planung wird drastisch, und das meine ich wirklich mit drastisch, reduziert. Weil diese ganze manuelle Planung, wer kann eigentlich wann, darf der oder diejenige das überhaupt operieren, wen muss ich nochmal anrufen, das fällt alles weg. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und bieten einen ganz großen Service an. Wir mitarbeiten in der Pflege, wir erinnern uns an den kleinen Opener, die insbesondere von der hohen Zuverlässigkeit durch einen
robusten OP-Plan profitieren. Das heißt, sie können wirklich auch, wir optimieren die ganze Regelbetriebszeit, pünktlich in den Feierabend gehen. Chirurginnen und Anästhesisten sind diejenigen, die tatsächlich dann den gesamten Prozess für die Planung mit einbringen können, als Service für die Patienten. Also wenn ich als Chirurg gegenüber meinem Patienten schon bereits, während ich gerade diagnostiziert habe, dass wir eine OP-Indikation haben, den Termin mit rausnehmen kann, innerhalb von kürzester Zeit, das ist ein wahnsinniger Komfort, der eben auch wieder, wenn wir den Blick auf noch einmal nach links lenken, unglaublich viel administrative Tätigkeiten im Vorfeld weg erspart sozusagen. Zwei Parteien, die wir jetzt auch nochmal anschauen, neben den direkt an der OP beteiligten Akteuren oder auch den Planenden, die OP-Managerinnen. Wir versetzen das gesamte OP-Management in eine Situation, wo sie unfassbar viel steuern können. Aus dieser wirklich total reaktiven Rolle raus und sagen, wir versetzen euch in die Lage, das Ganze wirklich zu steuern. Und Krankenhausdirektorinnen profitieren davon, indem wir einen in- und externen Service haben, aufbauen auf einem wirklich fundierten Zahlenkonstrukt, wo wir in Echtzeit auch auswerten können, wie individuelle Kennzahlen eingehalten werden oder eben nicht. Alle weiteren Stakeholder in der Sonne profitieren ganz maßgeblich davon, dass es eben zuverlässig ist, dass wir robuster werden, dass wir am Ende des Tages auch nicht unwesentlich für die Krankenhausdirektion bei gleichem Ressourceneinsatz eine höhere Effizienz generieren. Und die Reichweite von dem, was wir an positiven Effekten erzielen, geht eben weit über die tatsächliche OP-Planung hinaus. Um das vielleicht noch einmal ganz kurz in Zahlen auszudrücken, wir haben eine wahnsinnig, wenn wir das antreten lassen gegen die alte Verfahrensweise, wie OPs geplant werden, mit Unterstützung durch das KIS, durch etwaige andere Systeme etc., haben wir eine bis zu 30% höhere Planungsgenauigkeit, weil auch Operationen, die kürzer dauern, als sie angesetzt sind, sind nicht genau geplant. Wir haben eine Steigerung der OP-Effizienz von bis zu 15% bei gleichem Ressourceneinsatz. Das ist nochmal sehr wichtig. Das heißt also, wir schaffen einfach, nachdem wir erstmal eine Robustheit eingezogen haben und eine Zuverlässigkeit, auch für die Mitarbeitenden Vertrauen erzeugt haben, haben wir eine andere Möglichkeit, Effizienz zu generieren, ohne dass wir unsere Ressourcen überlasten. Das heißt, wir als Produkt agieren eigentlich mit jeder Form von Ressource nachhaltig schonend. Wir haben bis zu 23% weniger Überstunden, die dadurch eben entstehen, dass in die Dienste hinein operiert wird. Und das, was ich vorhin sagte, der Aufwand für die Zeit, für die administrative Zeitplanung der Operationen, der ist wirklich massiv und den fahren wir sehr, sehr drastisch zurück. Dann würde ich sagen, von meiner Stelle aus jetzt erstmal lieben Dank. Ich springe mal ganz kurz auf meine Abschiedsfolie. Hätte sonst noch einen Screenshot dazu, wie es aussieht, aber ich möchte meine Zeit jetzt auch nicht überstrapazieren. Danke. Ich glaube, du hast die Zeit wirklich sehr gut ausgenutzt und extrem breiten Blick auf euer Produkt mal gegeben und auch wirklich den Nutzen aus meiner Sicht sehr deutlich gemacht. Bestimmt gibt es da aber gleich auch noch Fragen. Wir könnten also, wenn es eine ganz dringende Frage gibt, können wir die auch jetzt schon zulassen, würde ich sagen. Das würde ich dann gleich auch beim nächsten Vortrag genauso machen. Möchte jemand spontan schon eine Rückfrage stellen? Sieht nicht so aus, Wir sind Nachbarn, sehe ich nur gerade. Wir sind der Alpenmorbid 91C. siehst du deine Adresse? Ja. Ja, wir haben es hier, das Schwarze in der Mitte Ja, von lustig. 104. Ach so, das, ja, natürlich. Gut, ja, witzig. Dann müsst ihr euch doch mal, vielleicht dann doch mal zum Kaffee treffen Glaube demnächst, auch. denn so kommt's raus. Und Leute, Die Welt ist klein. so eine Karte sollte eigentlich Pflicht sein nach einer Super. Präsentation. Gut. Ja, nee, dann also danke dir, Svenja. Ähm, Das und Video gleich beendet. genau das Video muss Freigabe, zum so. Ende. Ja, Freigabe beenden. Stoppen, ja, so. Ich springe jetzt nicht in die Präsentation, weil da ist sowieso nur kurz mal der Abdel Jalil zu sehen. Ich freue mich, dass du da bist, mit natürlich gemeinsam mit deiner Mitarbeiterin, die Simone Nertinger.
Schön, dass du auch da bist, Simone. Ihr werdet es ja zusammen jetzt präsentieren, auch einfach um eventuell, wenn es, also Abdel Jalil, sage ich es richtig, Abdel Jalil, ne? Dass du ja. Einfach, ihr seid, arbeitet auf Englisch. Ja, alles gut, ja. Ja, für beide, danke für die Einladung. Und ja, ich danke auch meiner Kollegin Simone für die Unterstützung, nicht nur für diesen Vortrag, auch in diesem Projekt und sie ist sehr, sehr aktiv in diesem Projekt. Ja. Ja, wunderbar, genau. Dann fange ich mal bei dir kurz an. Ich habe ja eben auch Senja vorgestellt. Also du bist Senior Scientist am Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence, abgekürzt MIRMI. Die TU München, sehr stark natürlich aufgestellt, sowieso in dem Bereich. Wir freuen uns auch deshalb, dass jemand von der TU München dabei ist, weil wir ja mit unserem neuen Hub in Heilbronn jetzt auch einen Partner im Projekt haben. Also die TU München als Partner mit im Projekt sozusagen indirekt haben. Vielleicht wisst ihr das noch gar nicht, deswegen sage ich es auch mal. Aber man kommt ja praktisch auch nicht vorbei an der TU, wenn es um diese Themen geht. Deswegen, das ist also deine aktuelle Rolle. Du hast promoviert zu Robotik, Neurowissenschaften und Nanotechnologie an der Universität Genua, Italien. Hast dort dein PhD gemacht. Du warst Postdoc an der Universität Bielefeld, wo du in den Bereichen kognitive Neurowissenschaften und Neuroinformatik gearbeitet hast. Und du warst auch Postdoc am Advanced Robotics Department am Italian Institute of Technology. Das sind so ein paar Punkte. Ich glaube, da gibt es ganz viel mehr noch zu erzählen, aber sehr spannende Stationen. Und jetzt seid ihr zu zweit. Simone, du bist auch da. Nochmal herzlich willkommen. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Lehrstuhl TU München und hast unter anderem in der Produktentwicklung gearbeitet, Human Factors Engineering, hast irgendwann auch mal Sport studiert und bist jetzt eben wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in diesem sehr spannenden Projekt. Also, und dann würde ich euch auch an der Stelle wieder die Präsentationsmöglichkeit geben und ihr könnt starten in euren Impuls. Okay. So. Geht das? Also, ja, geht. Gut. Kann man die Folien gut sehen? Wunderbar. Okay. Genau, also vielen Dank für die Einladung, dass wir zusammen, also mein Kollege Charlie Masseri und ich, das Projekt Protect im Hirn vorstellen dürfen. In dem Projekt Protect geht es um die Telemedizin, also um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, einerseits vom ärztlichen Fachpersonal, aber auch den Patientinnen. Dann das Wort Teleoperation. Die Teleoperation wird immer dann gebraucht, wenn der Mensch ein Objekt manipulieren muss, das an einem Ort ist, das für den Menschen eigentlich zu gefährlich ist. Das Ganze hat schon recht früh angefangen, und zwar die Distanz war früher so ungefähr 10 Zentimeter lang. Die hat sich mit dem Einsatz von Robotik ziemlich vergrößert. Und zwar die Teleoperation wird eigentlich, also die bekanntesten Anwendungsfälle sind überall da, wo es für den Menschen zu gefährlich ist oder der Mensch schlicht und einfach nicht hinkommt. Zum Beispiel für Pipeline-Inspektionen oder Unterwassermanipulationen. Aber auch der Ausbruch von dem Covid-19-Virus hat neue Möglichkeiten der Teleoperation gezeigt. Also somit wurde das Wort Telemedizin immer stärker. Also dass man medizinische Anwendungen über weite Distanzen entfernt ausführen kann. Der Ausbruch des Covid-19-Virus stellt eigentlich einen Cut in der Telemedizin dar. Wenn man sich mal anschaut, was auf einer wissenschaftlichen Suchmaschine in der Zeit zwischen 2014 und 2018 für Suchergebnisse kamen oder für Publikationen, des Wortes Telemedizin, waren es ungefähr so um die 1100. Das hat sich verdoppelt nach dem Ausbruch des Covid-19-Viruses. Aber nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch allgemein in der Bevölkerung hat die Telemedizin einen starken Schwung bekommen. Und schön ist zu sehen, dass nach diesem Schwung in der Hochzeit des Covid-19-Viruses ist es nicht wieder auf den Ausgangswert zurückgefallen, sondern hat sich auf einem gewissen Niveau stabilisiert. So, wir haben in dem Projekt Protect ein System vorgeschlagen, das medizinische Untersuchungen eben an den Patienten bringt, ohne dass Medizinerin und Patientin vor Ort am gleichen Ort sein müssen.
Somit besteht die Telemedizinstation aus zwei Stationen, einerseits der Bedienerstation und andererseits der Patientinnenstation. So, das hier ist ein Aufbau der Medizinerinnenstation. Das Ganze, das Herzstück ist der Leader-Robot, der wird gesteuert von der Medizinerin. Und die Medizinerin ist jederzeit audiovisuell mit der Patientin verbunden und wird über eine Benutzeroberfläche in der Untersuchung unterstützt. Also kann dann zum Beispiel die verschiedenen Messgeräte auswählen, die benötigt werden. Und es werden auch gleich die Untersuchungsergebnisse angezeigt. Auf der anderen Seite steht die Patientinnenseite. Das ist jetzt der große Aufbau. Das könnte man in einem Glaskasten realisieren. Am Eingang findet ein robotergestützter Nasen- und Rachenabstrich zum Test auf das Coronavirus statt. Danach setzt der Patient, die Patientin sich an den Stuhl. Hier findet ein Anamnesegespräch mit dem Arzt, der Ärztin statt. Und es können die ersten Vitalparameter gecheckt werden. Basierend auf dieser Anamnese kann der Arzt, die Ärztin dann entscheiden, wie es weitergeht. Zum Beispiel auf der Liege kann mit dem Stethoskop die Atemgeräusche abgehört werden oder der Patient, die Patientin abgetastet werden. Das Ganze kann auch im Stehen stattfinden. So, hier sieht man jetzt einige Videos. Ganz wichtig und zentral in der Steuerung ist ein doppelseitiges, ein bidirektionales Force-Feedback. Also die Bewegungen auf der Ärztinnenseite, die wir gerade sehen, wird auf den Follower-Robot übertragen. Der Follower-Robot kann aber auch bewegt werden. Es ist einerseits, stellt das Ganze die Grundlage für den Tastsinn des Arztes dar, aber auch ist es ein wichtiges Sicherheitskriterium für die Patientenseite. Also immer wenn der Patient sich unwohl fühlt, kann er den Roboter von sich wegdrücken und ist somit frei. Genau. So. Dann. Die ganzen Untersuchungen können mit einem Endeffektor des Roboters ausgeführt werden. Der besteht aus drei Teilen und kann sich selbstständig drehen, je nachdem, welches Gerät der Arzt, die Ärztin in der Benutzeroberfläche auswählt. Hier ist zum Beispiel eine Untersuchung mit dem Stethoskop, mit Abhören der Atemgeräusche. Dann kann der Bauchraum zum Beispiel abgetastet werden oder hier sieht man Untersuchungen mit dem Fall. So, bei der Teleoperation gibt es einen großen limitierenden Faktor oder ein Problem, dem man sich stellen muss, und zwar der Systemverzögerung. Hier in dem System, das wir jetzt vorstellen, besteht mit Kabel verbunden, also Ethernet verbundene Verbindung, ein Delay von einer Millisekunde. Das Ganze erhöht sich auf 80 Millisekunden über WLAN und auf 140 Millisekunden über LTE. Genau. Unser System wurde schon in den ersten Nutzerstudien getestet. Und bin ich noch gut verständlich? Ich kriege eine Meldung über eine geringe Audioqualität. Also bei mir kommt es gut an, muss ich sagen. Okay, gut, sonst dann ignoriere ich das mal. Beschweren. Ja, nee, am Anfang war es etwas klappig, aber jetzt ist es gut. Wunderbar. Okay. Ja. Gut, genau. Wir haben schon einige Nutzerstudien durchgeführt. Hier ist eine Studie mit Medizinerinnen. Da ging es größtenteils über die Benutzerfreundlichkeit unseres Systems, also wie gut unser Roboter steuerbar ist. Die mussten quasi einen Parcours abfahren. Das ist nach dem System des heißen Drahts. Also ein Eisenstab muss eine bestimmte Bahn entlang geführt werden und ist von anderen metallischen Begrenzungen begrenzt. Und es kommt quasi, wenn Kontakt zustande kommt, dann gilt es als Fehlermeldung. Hier mussten sie verschiedene Aufgaben lösen, zum Beispiel das stellt quasi das Abhören dar mit dem Stethoskop, das Abtasten und das präzise Anfahren von verschiedenen Punkten. Das Ganze wurde in zwei verschiedenen Bedingungen durchgeführt, einmal mit dem Patient, der Patientin, also horizontal oder vertikal.
hier die Ergebnisse. Man kann sehen, dass es gab keinen statistischen Unterschied. Trotzdem ist erkennbar, dass horizontal die Zeit, dass die Ärzte und die Ärztinnen ein bisschen länger gebraucht haben, die Strecke abzufahren als vertikal. Das Gleiche war auch bei den Fehlern zu sehen. Also den Ärztinnen fällt es etwas leichter, die Untersuchung durchzuführen, wenn der Patient, die Patientin steht. So. In der zweiten Studie haben wir auch die Patientinnenseite mit einbezogen. Hier wurde eine Untersuchung nachgespielt mit gesunden Patientinnen. Denen wurden jeweils drei verschiedene Symptome zugeordnet und sie mussten dann quasi so ein Anamnesegespräch mit Untersuchung nachspielen. Eine Untersuchung hat ungefähr so 15 Minuten gedauert und in einem anschließenden Fragebogen konnten wir eben Ergebnisse zu sehen zu der Usability auf der Medizinerinnenseite und vor allem zur wahrgenommenen Sicherheit auf der Patientinnenseite. Hier ist mal ein kurzes Video, das so den Ablauf exemplarisch darstellt. Genau, hier sieht man auch einen pensionierten Arzt bei uns in Garmisch-Partenkirchen, also der in unserem Projekt mithilft und dem auch die Bedienung des Roboters ziemlich leicht gefallen ist, nach einer kurzen Gewöhnungsphase. Genau, ich gehe mal weiter zu den Ergebnissen. Hier sieht man die Ergebnisse vom Fragebogen der Medizinerinnen. Auf der rechten Seite sieht man quasi, sind da, wo wir hinwollen. Also sind die positiven Ergebnisse. Also die Medizinerinnen waren eigentlich durchgehend recht erfreut über das System. Vor allem die Sicht haben sie gut bewertet. Die Intuitivität des Systems und sie haben sich ziemlich sicher gefühlt. Teleoperation bedeutet, wie stark das System, ob es besser wäre, es autonom fahren zu lassen oder teleoperiert, und die Ärzte wirklich bevorzugen die Teleoperation und waren auch sehr erfreut über die gute Kommunikation mit den Patientinnen. Auf der Patientinnenseite sind die Ergebnisse auch recht erfreulich. Das Einzige mit der großen Streuung war, wenn die Leute gefragt wurden, ob sie einen Bedarf sehen, dass trotzdem noch eine medizinische Person oder überhaupt eine Person während der Untersuchung in der Nähe ist. Die Patientinnen haben keine Sorge, dass durch solche Systeme der Arztkontakt ersetzt wird. Also sie haben nicht Angst, dass sie dann nur noch von Robotern behandelt werden, sondern sie sehen das eher als Chance, mehr Kontakt zu den Ärzten zu haben, als eben leichter und schneller möglich ist. Genau. Generell herrscht eine gute Benutzerfreundlichkeit und vor allem wichtig ist auf der Patientinnenseite die Sicherheit der Patientinnen. Also die wurde als sehr hoch wahrgenommen. Dann die Technologie kann auch auf andere Roboter, die an anderen Projekten der MIRMI stattfinden, überführt werden. Zum Beispiel auf unseren humanoiden Roboter Gami, der zentral im Geriatronik-Projekt ist. Also im Geriatronik-Projekt geht es um die Unterstützung von Senioren, die entweder zu Hause wohnen oder in den Seniorenheimen. Heißt, das gleiche Prinzip kann auf den zweiarmigen Roboter Gami übertragen werden. Hier sieht man das Abhören mit dem Stethoskop. Genau, Gami nimmt dann das Stethoskop aus der Halterung. Und ab einem gewissen Punkt kann der Arzt, die Ärztin dann die Kontrolle übernehmen und teleoperiert die Untersuchung ausführen. Das Ganze funktioniert nicht nur mit Vitalparametern, sondern auch mit physiotherapeutischen Bewegungen. Eine Physiotherapeutin bräuchte dann nur noch so einen Roboterarm, und die Bewegung des Roboterarms wird dann 1:1 auf den Patientenarm übertragen. Also Gami nimmt dann den Arm des Patienten, der Patientin, und bewegt diesen dann genauso, wie der Roboterarm bewegt wird. Hier sieht man auch wieder die zweiseitige
Kraftrückmeldung ist Force-Feedback. Genau. Und somit sind auch Spiele möglich. Also hier wird zum Beispiel, gibt Gami eine gewisse Bewegungskurve vor und der Patient kann einfach nur passiv durchbewegt werden oder mit einem Widerstand kann dann auch quasi ein bisschen Kraft trainiert werden. Also er muss dann genauso viel Kraft entgegenwirken, dass die zwei Kugeln noch übereinander sind. So. Genau, also der aktuelle Stand der Telemedizinstation, das Projekt hat wirklich erst mit dem Ausbruch des Coronavirus gestartet, also ist noch recht jung. Das Ganze ist zustande gekommen, dass wir vom BMBF gefragt wurden, ob wir ein Konsortium aus verschiedenen Mitgliedern aus der Universität sowie verschiedenen Kliniken bilden können, um so ein System auf den Weg zu bringen. Hier haben jetzt schon die ersten Nutzertests durchgeführt. Natürlich müssen die noch ausgiebiger getestet werden. Und wir müssen noch Controller müssen verbessert werden, um dieses Delay im System ein bisschen zu reduzieren. Was ganz erfreulich war, ist, dass das System, die Telemedizinstation, ausgezeichnet wurde mit dem Best Design Awards in der Medical Robotics for Contagious Diseases Challenge. Genau. Gut, dann sage ich vor allem im Namen meines Kollegen Talil Nasheri vielen Dank und ja, wir freuen uns auf Fragen. Danke, Simone, für den Vortrag. Ein sehr guter Einblick. Vieles haben wir ja, also im Vorfeld haben wir nur das angekratzt und jetzt sehen wir wirklich mal anhand der Szenarien, was da einfach hintersteckt. Aber ich würde jetzt, ja, erstmal natürlich direkte Fragen, genau wie eben, an Jalil und Senja. Mike hat gezuckt, aber vielleicht war das nur. Nein, das war keine Frage. Gut. Nee, sonst können wir auch an der Stelle, wir sind ja ein bisschen jetzt in der Zeit zurück, das ist aber gar kein Problem. Aljoscha würde ich an Aljoscha übergeben. Vielleicht willst du dich noch vorstellen und dann hast du praktisch den Floor erstmal. Ja, danke, Stefan. Ich bin Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin und am KI Campus an verschiedensten Seiten beteiligt und danke euch für diese beiden spannenden Vorträge. Ich werde jetzt einfach mal immer Simone und Svenja ansprechen und Jalil, du bist natürlich mitgemeint und wann immer sozusagen ja du da lieber antworten möchtest oder zusammen mit Simone, dann machst du das. Also ein Kommentar vorab, was ich super spannend fand, ist die Breite der Anwendungen, die wir hier gesehen haben, weil ja viele Leute der Meinung sind, mit Machine Learning und ein bisschen Data Science hätte man eigentlich schon genug verstanden, um KI nutzen zu können und entwickeln zu können, anwenden zu können. Und das haben diese beiden Vorträge gezeigt. Damit ist es nicht getan. Das macht das Ganze natürlich, wenn man das von einer Ausbildungsperspektive sieht, ein bisschen schwieriger. Aber ich würde doch erstmal noch so ein bisschen von einer, wie soll man sagen, soziologischen, fast philosophischen Perspektive noch mal so rein aus Interesse noch mal ein bisschen anders einsteigen. Wir wissen ja, dass KI-Technologie oft vielleicht gar nicht so im Kerne, gar nicht, oder ich weiß es, ihr wahrscheinlich auch, so spannend ist, aber Leute schreiben der Technologie unheimlich was zu. Ja, man interpretiert da viel rein, was möglicherweise gar nicht da ist. Wir kennen das alles, wenn unser Navi sagt, bitte umdrehen, dann sagt man, oh, hast du es nicht geblickt? Ja, ich will doch woanders hinfahren oder ich bin doch gar nicht mehr auf der Route oder so. Ja, man unterstellt immer so gleich Intentionalität, das Ding ist zickig, das Ding ist nervig, das Ding will mich jetzt irgendwie ärgern und es kapiert es nicht und so weiter. Also wir unterstellen schnell menschliche Eigenschaften oder irgendwelche vernunftbegabten Eigenschaften. Und deshalb fange ich vielleicht mal bei Simone an, die Frage in euren Interviews, die ihr geführt habt. Ich meine, ihr habt ja jetzt so nach Robustheit und Verlässlichkeit und Begleitpersonen und so gefragt. Aber haben die Mediziner so zwischen den Zeilen irgendwas darüber gesagt, wie sie diesen Roboterarm empfunden haben? Ist das irgendwie anders als ein anderes Stethoskop? Ist das ein Teil ihrer selbst? Ist das ein Teil ihrer selbst, was nicht so richtig mitmacht? Kann man da irgendwie was sagen, wie die, als was die das sehen? Jalil, do you want to answer? Or? Ich versuche auf Deutsch. Danke, Arshav. Danke für die Frage. Für ehrlich zu sagen, entweder Arzt oder die Leute im Tag offenen Tür
die haben wirklich gemerkt, die haptische Gefühl, das, was zeigt Simone im, wie heißt das, in dem Video mit meinem Kollegen Matthias, das, wie wir spielen zusammen wie Ping-Pong die beiden Roboter. Und wir haben gezeigt, dass das System audiovisuelle ist nicht neu. Das ist ja, das ist wie Zoom audiovisuelle. Aber dann, wenn wir geben die haptische Gefühl zum Testen, die haben wirklich gemerkt. Wir haben gute Erfahrung auch zum Beispiel mit wie heißt es, Dr. Gunther Steinerbach in dem Video ist da. Einmal hat mir gesagt, ah, die Roboter, es ist zu schwer zu bewegen. Und habe ich nicht gar nicht gemerkt, habe ich nur die Kontrolle testen und dann, das ist die, die Endeffektor Tuning. Man muss sagen, wie die Roboter, wie viel Gewicht in die in den Endeffektor. Es könnte sein Autonomie oder kann man manuelle zu geben. Und dann habe ich das korrigiert. Da dachte ich, jetzt wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, man kann auch selber das anpassen oder konfigurieren? Auf jeden Fall. Es könnte personalisiert, wie glauben in die Personalisation für das System, für die beide Patienten und auch Arzt. Das ist die Interaktion, das heißt Co-Robot. Ich frage immer, warum die Leute, die haben akzeptiert, diesen einfachen Technologie, zum Beispiel diese Roboter für die iRobot, für die Vacuum Cleaner zu Hause oder die Roboter für die Kocher, für die Cooking in die Kocher. Aber das ist dann hier ein Roboter, wenn ich kurz, den man wirklich nicht als solchen wahrnimmt, also wie eine Servolenkung im Auto oder ein Bremsverstärker, wo ich nicht sagen würde, da ist irgendwas mehr, sondern da ich bremse und ich lenke und die Leute empfinden das hier anscheinend auch so, ich taste den Patienten ab. So höre ich das raus bei euch. Stimmt. Das steht auch in die Fragebogen, in die Resultate, dass Simone hat gezeigt, dass der Arzt, die wollen Human in the Loop, das ist die Operation. Das bedeutet Human in the Loop immer. Die wollen immer. Die andere Video, was hat jetzt gezeigt, zum Beispiel Gami kann alleine der Roboter kann das sehr schnell zum Stethoskop und dann das nehmen. Das ist Autonomie. Und dann der Arzt benutzt für die Teleoperation, für die Stethoskop zu machen. Das halbe, es funktioniert, aber immer Human in the Loop. Aber es könnte sein, wenn ich noch einmal hier an der Stelle, es könnte sein, dass der Roboter irgendwann besser zum Beispiel abhören kann, den Patienten, als wenn der Arzt es manuell macht. Und das ist ja eigentlich ein Konflikt, weil die Ärzte haben geschworen, dass sie die bestmögliche Prozesse benutzen. Ja, und wenn sie selber vielleicht sogar ein bisschen schlechter sind als der Roboter, müssten sie eigentlich den Roboter benutzen. Das ist eine Möglichkeit, dass die, aber wie heißt es für unsere Übungs, es ist sehr wichtig für diesen Körper anfassen, Interaktion mit Menschen und so. Ja. Es ist immer gut, wenn der Human in the Loop ist. Das ist ja auch das wahrscheinlich, was die Leute im Arzt-Patienten-Verhältnis auch brauchen, dass sie miteinander in Interaktion sind und nicht nur wie im Kino zugucken, wie der Roboter gerade die Untersuchung. Ich glaube, das hat natürlich psychologisch auch. Genau. Mike, du hast eine Frage dazwischen? Genau, nee, da wollte ich tatsächlich mal reingrätschen und da von mir sozusagen die sozialanthropologische Perspektive reinbringen. Es gibt da was man im Feld gerne die Kreuzperspektive nennt und ich würde da gar nicht sagen entweder oder, sondern es ist tatsächlich so, man hat dann eben ein zusätzliches System, mit dem man es prüfen kann, ob besser oder schlechter. Und dann kann man seine eigene Perspektive mit reinbringen und hat da dann halt wieder die Unterstützung. Also ich würde da gar nicht sagen, dass das eine das andere abschafft oder entwertet, sondern dass einfach ein zusätzlicher Blick damit raufkommt, egal ob das jetzt besser oder schlechter ist. Und das Ganze, haben wir ja gerade gesagt, das ganze soziotechnische System muss sich ja gut anfühlen für die Leute. Genau. Ja, danke euch. Dann würde ich jetzt mal nochmal zu Svenja rüberschwenken. Wie ist das bei dir?
bei Nextdoor mit der Zuschreibung, ja, was hat denn das Ding da wieder ausgerechnet oder was ist denn da wieder los? Also würde doch kein sinnvoller Mensch so planen. Gibt es da diese Zuschreibung, dass das mehr ist als eine normale Software, weil es KI ist, weil es aus so vielen Faktoren gelernt hat und wir wissen nicht wie, oder ist das hier auch nicht so ein Fall, wo die Leute mehr reininterpretieren oder? Teils. Also es ist schon, es ist abhängig davon, was wir uns genau angucken. Also ausklammern würde ich zum Beispiel eine onkologische Operation, von der wir überhaupt niemals wissen, von der keiner weiß, wie lange sie dauert. Also die kann 10 Minuten dauern, wir machen den Patienten auf. Es ist ein Zustand, wo wir den Patienten wieder schließen und sagen, es ist eine Diagnose, die nicht mehr operabel ist und es kann bis zur Einbindung mehrerer Fachdisziplinen und einer mehrstündigen OP ausarten. Das klammern wir mal aus an der Stelle, diese Extremfälle. Wenn wir uns tatsächlich auf das fokussieren, was planbares, ich sag mal in Anführungszeichen, medizinisches Routinegeschäft ist, dann ist es schon so, dass es eher heute so der Fall ist, dass man sich fragt, was wurde da denn wieder geplant? Und jeder auch weiß, dass diese OPs niemals in dieser Zeit, die jetzt gerade angesetzt ist, stattfinden wird. Wir bringen da einfach mit Nextdoor eine Transparenz rein. Sicherlich wird es auch oder gibt es auch Fälle, wo gesagt wird, ja, was ist das denn? Das kann ja niemals hinkommen. Das ist aber genau der Charme der KI an der Stelle, dass wenn, also bei uns darf der Mensch oder hat der Mensch, nicht darf, hat der Mensch immer das letzte Wort. Und wenn das OP-Management sagt oder auch die Ärzte bei der medizinischen Freigabe, das ist... Das wird niemals 146 Minuten dauern, sondern ich setze diese OP kürzer an und sie dauert aber länger. Dann tracken wir das. Das meinte ich vorhin ganz kurz angeschnitten mit kundenindividuellen spezifischen KPIs. Ich sage mal liebevoll, jedes Krankenhaus im OP kennt genau seine Pappenheimer und wie sie ihre OPs planen. Und diese Trampelpfade, die sich da eingeschlichen haben über Jahrzehnte, die brechen wir so ein bisschen auf und schaffen da Transparenz. Und wenn es aber so ist, dass wir uns verschätzen oder dass der Mensch uns korrigiert, dann lernt das System immer wieder und lernt beim nächsten Mal anders zu schätzen und es besser zu machen. Und wir werden ja mit jeder Schätzung genauer und mit jeder OP, die wir einschätzen, haben wir eine OP mehr im Portfolio, die wir dann beim nächsten Mal genauer einschätzen können, inklusive der hochindividuellen Ressourcenkonstellation der zur Verfügung stehenden Ressourcen und auch der menschlichen Ressource, die diese OP durchführen. Du hattest im Nebensatz irgendwo gesagt, aber wir würden natürlich auch die Regeln der Planung, die hier herrschen oder lange eingespielt sind, die würden wir natürlich auch ins System irgendwie einbringen. Wie macht ihr das? Regeln klingt natürlich jetzt spannend. Das machen wir folgendermaßen. Das sind zum Beispiel so simple Dinge, welche Gründe können vorliegen dafür, dass die erste OP eines Tages verschoben werden darf. Die wird immer sehr sensibel behandelt, sensibler als andere Operationen, weil die tatsächlich, zumindest ist die erste OP des Tages, sollte pünktlich starten. Welche Planungsregeln sind da noch? Also zum Beispiel, welche Slots, wann werden septische oder aseptische Patienten operiert? Okay. Das sind alles Sachen, die wir mit berücksichtigen. Das sind aber so Expertenregeln. Sehen die Leute das? Können die selber konfigurieren oder mit euch zusammen? Oder wie? Wir machen das immer sehr transparent, was wir gerade anbringen, was wir dem, also der Scheduler, so heißt das System, das bei uns den Stundenplan schreibt. Ich nenne es mal so. Und diese Planungsregeln, die geben wir dem Scheduler als Restriktionen, zum Beispiel auch, welche OP-Säle benutzt werden dürfen, für welche Operationen und. Und wir geben das als eine gewisse Grundlage mit rein, machen das sehr, sehr transparent, von was wir ausgehen, können aber tatsächlich in eine ganz andere Vielfalt gehen und ganz andere Sachen eröffnen in den nächsten Schritten. Und diese Und die fragt ihr vorher ab, sorry, durch Beobachtung, durch Fragebögen, durch Reden mit den Leuten, kommt ihr auf diese Regeln? Genau, also durch Regelwerke, die vorliegen, durch Sichten der Prozesse, sodass wir es eben verstehen und dass wir das im System entsprechend hinterlegen. Ja, das ist ja super spannend. Stefan, du wolltest noch dazwischen? Ja, eigentlich ein Haufen Fragen, auch gerade was die Daten jetzt angeht. Also das klingt ja wirklich, wie du sagst, so, dass mit jeder Operation wird das System besser. Das heißt, ihr habt ja im Prinzip einen Vorteil schon jetzt erarbeitet, ne? Wie lange hat das gedauert, um überhaupt auf so einen Stand zu kommen? Wie viele Jahre stecken da drin?
kann man, und wie offen ist das? Ist das wirklich jetzt sozusagen euer, das ist natürlich der Kern eures Geschäftsmodells, dass ihr da diesen Vorsprung habt? Oder ist das gar nicht so gedacht und wie kooperationsfähig seid ihr dann noch? Also ist das, ne? Also ist das wirklich Winner takes it all? Irgendwann wisst ihr so viel, was man auch manchmal so Richtung China befürchtet, dass man da gar nicht mehr mit den Modellen hinterherkommt? Oder ist das schon wieder eine Überdramatisierung? Wir sind tatsächlich auf einem Stand. Wie lange hat es gedauert? Ich fange mal vorne an. Also ungefähr 3,5 Jahre ist es jetzt tatsächlich. Nicht lange eigentlich. Ne? Nee, tatsächlich noch nicht so lange. Und wir sind tatsächlich sehr, sehr offen, weil wir, also dieser Gedanke, dieser organisatorischen Taktung durch das Modul Next2R und durch diese intelligente Planung, da fangen wir im Herz eines Hauses an mit dem OP. Ich habe das ja eben aber auch im Vortrag gehabt mit den Stakeholdern. Es sind unglaublich viele Stakeholder, die davon profitieren. Und es geht für uns um weitere Ausbaustufen. Und wir sind da sehr, sehr offen im Bereich der Kooperation aus zwei Gründen. A, ist es für uns, können wir aus meiner Sicht als ist es sicherlich möglich, ja, als Einzelunternehmen in der aktuellen Krankenhauswelt im Bereich der Digitalisierung erfolgreich zu sein, keine Frage. Wenn wir aber wirklich Dinge verändern wollen, dann glaube ich, brauchen wir Kooperation, wir brauchen Vernetzung. Nicht nur das Krankenhaus unter den Fachabteilungen in unterschiedlichen Berufsgruppen braucht dies, sondern auch wir, die Software herstellen und uns Gedanken darüber machen, wie wir Dinge verändern und verbessern können, brauchen wir. Werden denn die Daten zwischen den Häusern geteilt? Die Daten werden nicht zwischen den Häusern geteilt. Was wir aber tatsächlich anbieten, ist, dass wir auf Basis eines vergleichbaren Hauses, sodass wir nicht Äpfel und Birnen vergleichen, tatsächlich spezifische Fragestellungen anhand von komplett für uns nicht nur anonymisierten, sondern pseudonymisierten Benchmarks vergleichen. Und habt ihr schon ein Haus? Wir machen gleich das Bildungsthema noch, aber jetzt muss da noch, weil du hast angefangen, Stefan, ja? Wenn jetzt ein Haus gar keine vernünftigen, auswertbaren, hinterlegten Daten hat, weil da keine gute Lagerung war oder weil die irgendwie nicht zusammengebracht werden, irgendwie, weil die nicht schön abgelegt wurden. Das heißt, dann hat man erstmal ein Problem. Nee, das hatten wir gerade tatsächlich. Dieses Problem haben wir sehr charmant gelöst. Wir haben das Ganze mal in Cluster eingeteilt. Die OPs haben den Clustern Zeiten hinterlegt und fangen jetzt damit an. Und da ist es ja auch. Wir starten ja mit den Clustern und das wird sich ja mit jedem Mal... Achso, ihr lernt dann einfach von einer sozusagen Best-Guess-Annahme lernt ihr dann mit der Zeit, werdet einfach immer besser sozusagen, ja, verstehe. Dann lass uns wirklich jetzt noch so die letzten Minuten das Recht des Moderators hier nutzen und nochmal das Ausbildungsthema anschneiden, und ich würde dann einfach bei dir, Svenja, nochmal bleiben, bevor ich Simone dann zu euch nochmal zu dem Thema rüberkomme, und dann kann sich das Publikum auch schon fragen, überlegen, ihr wisst, die erste ist immer die schwerste, aber auch die coolste, also die beiden jetzt gerade zählen nicht, das war vom Team. Überlegt das Publikum sich schon mal die Fragen. Also das, was ich bei dir jetzt gesehen habe, Svenja, ist, die Leute müssen, also natürlich, man sollte sich irgendwie im maschinellen Lernen, sei es mit statistischen Methoden oder neuronalen Netzen, sollte man Ideen davon haben, wie das so funktioniert, wie da Sachen zusammengezogen werden und wie die Maschinen Muster in Daten erkennen oder wie auch nicht, ja, also wie viel man, nehme ich mal an, vorverarbeiten muss und so weiter, aber auch die Mensch-Maschine-Interaktion, denke ich mal, spielt hier eine große Rolle, wie bringt man das in die Prozesse rein, wie gestaltet man da die Zugriffe, wie kann man die richtigen Daten zu richtigen Zeitpunkt den Leuten, die sie wissen müssen, zuspielen, sind das die beiden Themen, sagen wir mal, Machine Learning und Mensch-Maschine-Interaktion, oder habe ich noch was vergessen, was hier? Nee, das fasst es eigentlich größtenteils gut zusammen aus meiner Sicht. Und das sollten nicht alle Leute, die damit interagieren können, ne? Es sind wahrscheinlich einige von deinen vielen orangefarbenen Kreisen, die nicht so... No. Oder Grundlagen das, alle? Nee, das nicht. Also das ist nicht so, wie es gibt. Wir arbeiten hier mit unterschiedlichen Berechtigungskonzepten, die wir auch dann immer nochmal anpassen hier und da. Und es gibt eben Sehende, es gibt Arbeitende und diejenigen, die Mensch-Maschine-Interaktion machen, und das auf unterschiedlichen Stufen. Mhm. Diese identifizieren wir eben dadurch, dass wir uns die Prozesse sehr genau anschauen und auch hinterfragen, wie sieht denn nicht nur der Ist-, sondern auch der Soll-Prozess aus.
Mit denen arbeiten wir sowieso im Projekt dann auch eng zusammen, sodass sie verstehen, was wir da tun. Das deckt dann auch so diesen ersten Bereich ein bisschen mit ab, dass wir eben auch sagen, okay, was steckt da eigentlich hinter und was tun wir überhaupt? Was ist dieses unter der Motorhaube, was wir hier liefern? Und dann befähigen wir eben diese Kollegen, die auf den unterschiedlichen Berechtigungsstufen stehen, das so im Frontend zu bedienen und zu verstehen, dass wir über einen Key-User, also ein Schneeballsystem letztendlich dann gehen, und diejenigen, die damit dann arbeiten müssen, so schulen und befähigen, inklusive einem kompletten Konstrukt, wo eben auch nachgeschaut werden kann, also eine Wissensdatenbank mit individuellen Fragen, dass das Ganze dann quasi dazu beiträgt, dass die mit damit arbeiten sollen, in die Interaktion treten werden, das Ganze auch beherrschen. Aber es gehört sowohl zur Medizinerausbildung, nehme ich mal an, als auch zur Verwaltungs- und andere Leute, die, ne? Also das ist ja mal interessant, dass wir eigentlich hier, wir reden hier über Medizinerinnenausbildung an der Stelle und können eigentlich was vor die Klammer ziehen, was die Leute, die, sagen wir mal, im BWL-Bereich, da Krankenhausmanagement oder so machen, eigentlich auch genauso beherrschen müssten oder Leute, die, sagen wir mal, auch nur eine Ausbildung machen, genau. im Accounting oder irgendwie so, also spannend. Also finde ich, das sind doch Aspekte, die hier reinkommen, die wirklich super spannend sind. Svenja, dann würde ich nochmal zu euch, Simone, rüberkommen. Die Robotik ist bei euch wahrscheinlich auch mit einem ingenieurwissenschaftlichen Anteil so auf dem, kann man sagen, je nachdem, wie man es sieht, zum Teil sogar nur als Randbereich der KI ja betrachtet. Oder die Robotik hat Anteile in der KI und hat eben Anteile auch in den Ingenieurwissenschaften, wo eben geschraubt und gelötet wird. Ich nehme mal an, Computer Vision spielt für euch eine Rolle für das ganze Feedback und die Mensch-Maschine-Interaktion sowieso. Das ist wahrscheinlich ein Kern hier. Und ja, bei der Diagnostik werden da auch Machine Learning, also spielen da auch Datenauswertungen eine Rolle, wenn das System Diagnose ist. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte eigentlich von KI, die bei euch eine Rolle spielen. Habe ich das so zusammengefasst? Genau. Ich glaube, die Stärke von der KI ist eben in der Diagnostik, dass sie da eingesetzt wird. Weniger jetzt wirklich in der Manipulation, also in der Bewegung von diesem Roboterarm. Man hat ja schon gesehen, dass die Ärzte sich wirklich wünschen, dass die in diesen Prozess wieder einbezogen werden, also dass der Roboter nicht sich autonom bewegt. Und ich glaube gerade, dass es perfekt wäre, wenn man die Stärken von der KI, was in der Diagnostik liegt, mit den Stärken vom Menschen, was so in der Hand-Augen-Koordination eben verbinden kann. Ja, perfektes Beispiel eigentlich von Mensch-Maschine-Interaktion und Digitalisierung gelungen. Man kann zu den Patienten kommen, hier geht es ja auch um Leute in ländlichen Gebieten, das haben wir gar nicht erwähnt, ne, wo man einfach zu wenig Ärztinnen und Ärzte hat und haben wird. Das Problem wird ja eher größer bei einer alternden Bevölkerung und bei einem Arbeitskräftemangel. Die Schere geht ja immer weiter auseinander. Um Leuten eben eine medizinische Erstversorgung zu geben oder eben auch eine Routineversorgung zu geben, die eben nicht in der Nähe eines Arztes oder Krankenhauses auf dem Land wohnen. Also das finde ich wirklich, wirklich spannend. Und ja, zur Konfigurierbarkeit oder so, aber die Leute müssen wahrscheinlich nicht selber, das macht man mit euch zusammen, oder? Das ist immer eine Teamarbeit, glaube ich, ne? Die Frage muss ich, glaube ich, eher an Jalil weitergeben. Ja, danke Simone für die erste Antwort. Für Computer Vision, wir machen kein Computer Vision, wir können nicht alles machen, aber wir brauchen Expertise auf Computer Vision, wir werden kollaborieren, wir kollaborieren im TUM und auch international, aber wir brauchen Computer Vision in unserem Bereich und in unserem System. Für System konfigurieren, wir müssen immer sehr, sehr, sehr wichtig hören, die Stakeholder, was die brauchen, was die Feedback. Wir können nicht unser System verbessern ohne die. Wir brauchen die Feedback von diesem. Es geht nicht darum, wir machen eine coole Sache, digitale, ja. Nee, wir müssen erst hören, was die brauchen als Stakeholder und dann wir benutzen diese Technologie in diese Richtung. Svenja nickt, da ist es auch, aber das heißt, die Leute müssen auch Vertrauen haben und müssen auch sagen können, was sie wollen. Das heißt sozusagen Digital Literacy
Ja, ist wohl auf beiden Seiten nötig. Und jetzt meldet sich Stefan und damit, denke ich, können wir auch dann, dann bist du halt die erste Frage der allgemeinen Diskussion. diese Position will ich nicht kapern. Das überlasse ich gerne noch jemand anderem. Ich wollte nur noch mal die böse Frage stellen. Wir haben uns ja nun auf die Fahne geschrieben, wir zeigen Sachen, die sind anwendungsbezogen oder anwendungsreif. Ne? Das ist so, sah das ja auch sehr schwer aus, was ihr gezeigt habt. Aber wie groß ist jetzt noch die Hürde, um sowas wirklich auch wirtschaftlich vernünftig in den Betrieb zu kriegen? Ist das jetzt noch weit am Horizont oder habt ihr das schon mal durchgerechnet, was da auch für Ersparnispotenziale drin liegen? Und wie weit ist da noch die Distanz wirklich bis das morgen sozusagen ich beim Arzt diesen Roboter begegne? Genau, also jetzt auf die Frage, wann sich das Ganze lohnt, kann ich jetzt leider keine direkte Angabe geben, weil ich da nicht involviert bin. Aber von der Seite von der Akzeptanz kann man sagen, dass so eine Rach- und Nasenabstrichstation wurde schon getestet an den Leuten, zum Beispiel vom Deutschen Museum. Also sie wurden gefragt, ob sie gerne das mal ausprobieren würden, dass so ein Roboter wirklich bei ihnen den Corona-Test macht. Und viele Leute waren sehr skeptisch, aber die teilgenommen haben, haben zum Schluss gesagt, dass sie sogar besser fanden, wie wenn es eine Person durchführt. Also ich glaube, von der Akzeptanzseite ist es kein großer Schritt mehr. Jalil, hast du... Also mein Schwiegervater nur mal zwischendurch hat letztens musste ins Krankenhaus und dann hat der Pförtner bei ihm diesen sogenannten Corona-Test gemacht und er hat gesagt, so schlecht, glaube ich, wird es jeder Roboter auch hinkriegen. Das hat die Nase mal so gerade berührt. Aber ja. Okay. Genau. Was ich könnte hinzufügen, der Mensch geht sehr schnell als die Roboter in diesem Test. Das ist, wir haben das vergleichen. Aber die Präzision, die Roboter kann diesem Test dasselbe machen, 100 und 100 Mal besser als der Mensch. Die haben Muskelfatigue und die können nicht dasselbe Übungs machen weiter und weiter. Das ist eine von den stärksten Punkte von den Robotern. Wir können das benutzen. Im Testzentrum, die statistisch, die machen bis circa 200-300 Tests pro Tag. Ein Roboter, wir haben gesagt, kann 200 Tests machen alleine. Denn in einer Station machen wir 3, 4, 5 Roboter, denn wir können doppeln diesem Nummer. Geht darum, unser Slogan ist nicht zum den Mensch ersetzen, aber die Qualität verbessern von der Arzt, von der Patienten und so. Das ist die Take-Home-Message von der KI, von unserer Intelligenz, von unserem System. Und da gibt es jetzt aber, na gut, ich will da auch nicht drauf beharren, so eine Zielgröße, was so ein Roboter kosten darf, damit das wirklich angenommen wird, dann frage ich nichts mehr zu solchen Themen. Oder ist das noch zu weit weg? Wie viel kostet? Ja, was wäre eine Zielgröße? Was darf er kosten, damit es wirklich in die Fläche geht? Für die Kosten, ich könnte nicht sagen, wie viel kostet das System, aber wir versuchen auch Low-Cost-Technologie, das ist auch unser Ziel, dass Low-Cost-Technologie unsere Sozial- oder unsere Community erreichen. Aber das geht auch für Zukunft. Wir haben viele Fragen bekommen, wie geht mit den Krankenhäusern, wie geht mit für die Zukunft, wenn jemanden würde einen Roboter zu haben, zum Beispiel der Pflegeroboter oder diesem System. Die Roboter, die arme Roboter ist eine von den günstigen, die Manipulators in dem Welt auf robotisch. Das ist sehr, sehr, das ist eine von den günstigen und auch eine sehr präzise, sehr haptisch, dass wir versuchen, Low-Cost-Technologie immer. Das ist, okay. Unser Ziel auch. Das heißt, wir sind in einem anderen Thema, was der KI Campus auch behandelt, Entrepreneurship.
Ja, auch ein spannendes und wichtiges Thema, was eben jetzt auch hier in die Medizinerin-Ausbildung sicherlich irgendwo reinragt. Aber jetzt wirklich mal die Frage, ob es noch oder ob es Fragen aus dem Publikum gibt. So. Svenja hat eine Frage aus dem. Ja, mehr oder weniger eine Frage, aber ich hatte gerade noch eine Idee, Aljoscha, du hast es gesagt, das wäre nochmal spannend tatsächlich auch so für die ländliche Bevölkerung. Meine Idee basiert auf einer Frage, ist das transportfähig? Also wäre so ein Arm tatsächlich mobil? Ja, sehr, sehr gut, danke. Das ist mobil, jetzt, wir können das bewegen, dass die Station von der Patient und der Arzt, sie sind mobilbar. Jetzt war nur die Station vom Patient, jetzt beides. Wir haben das gemacht und wir könnten das transportieren, zum Beispiel in die letzte Munich Eye letztes Jahr, es wird auch nächstes Jahr im Juni, wir haben das transportiert und auch installiert im Messe München und auch demonstriert. Das ist auch eine, wie heißt das, ein Ziel, dass ja. Das System transportiert, wir können das System einfacher zum Transportieren. Ja. Also es könnte auf einem LKW sein, man fährt es ins Dorf und dann kommen die Patienten und werden vielleicht von verschiedenen Ärzten dann auch, untersucht, die sie kennen, die ihnen sympathisch sind und so weiter. Ja. Genau, oder auch die Aufstellung im Seniorenheim, also wo mehrere Menschen Zugang haben, wäre auch eine gute Lösung. Danke. Danke für die Frage. Ja, sorry für meinen Deutsch nochmal. Ich versuche es ganz Deutsch zu klären. So toll. Das ist ganz wunderbar. Danke. Fragen, Fragen, Fragen. Martina. Ja, vielen Dank. Martina von der TU München. Ich bin tatsächlich eine Kollegin von Simone und Jalil und deswegen habe ich eine Frage an Svenja. Bei so einer Einführung von so einem System werden ja Prozesse nochmal wirklich auf den Prüfstand gestellt und wie oft kommt denn das vor, dass da wirklich so ein Planungsprozesse wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt wird oder andersrum? Und die Frage, ich habe dann oft die Hoffnung, dass so eine Einführung von so einem System auch Interdisziplinarität innerhalb von Teams auch fördert. Und das haben wir ja auch gesagt, dass da sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen an so einem System dann arbeiten. Wie empfinden Sie das? Wie haben Sie das empfunden bei den letzten Systemeinführungen? Was können Sie dazu sagen? Ja, ich fange mal mit dem Planungsprozess an. Wir haben bisher eigentlich keinen Kunden gehabt, wo sich nicht der Planungsprozess auch wirklich dann anschließend geändert hat. Wir haben angefangen mit den Masken, zum Beispiel im KISS, die eben so angepasst werden, dass alle wesentlichen Informationen an uns übermittelt werden. Das heißt also, diejenigen, die es heute schon ausfüllen können, tatsächlich schon dann auch, müssen erstmal lernen, damit umzugehen. Aber jetzt nochmal die Frage, wie ändert sich der Planungsprozess? Also wir hatten schon Kunden, wo wir ganze Berufsgruppen anschließend aus diesem Prozess rauslassen konnten, die aus irgendwelchen komischen Gründen, ich mag es gar nicht sagen, eingehende Faxe digitalisiert haben, damit dann anschließend die Anmeldung gemacht werden kann. Also es ist aus meiner Sicht immer eine Veränderung im Planungsprozess, die ist mal mehr und mal weniger massiv. Ich hoffe, dass wir immer mehr darauf hinauslaufen, dass dieses in Echtzeit kann ich einen Termin machen und ich kann mich darauf verlassen, mehr ausgebaut wird, sodass wir immer mehr diese Berufsgruppen, diese unterstützenden Berufsgruppen wie Case Management und Sekretariate auf deren Aufgaben fokussieren können. Und tatsächlich der Arzt in der Sprechstunde per Mausklick den Patienten direkt einen OP-Termin vorschlagen kann, der auch relativ zuverlässig ist. Dieses Thema Interdisziplinarität ist etwas, was ich auch wahnsinnig befürworte. Einfach ich auch als Mensch persönlich, weil auch in der Zeit, in der ich im Krankenhaus gearbeitet habe, es wird immer als Teamwork, wird immer aufgerufen und wir reden darüber und wir tun es aber nicht wirklich. Und tatsächlich dadurch, dass wir durch die Transparenz, die wir da reinschaffen, vermeiden, dass Trampelpfade weiter gegangen werden können, kommen wir dahin, dass wir
aus meiner Sicht alle auf eine Augenhöhe heben, weil alle von dieser Planung betroffen sind und fair miteinander umgehen können, weil wir uns darauf verlassen, dass nicht einzelne Akteure diese OP-Planung so zurechtschneiden, wie sie sie gerne hätten, weil wenn sie es tun und das System manipulieren, ist es auswertbar und transparent. Und damit versetzen wir dann wiederum, sollte es weiter so laufen, das OP-Management in die Lage, eine Diskussionen nicht mehr auf subjektiver, ich nehme wahr, Ebene zu führen, sondern auf einer objektiven Zahlen-, Daten-, Faktenebene. Evidenzbasiert, ich meine. Und diese Arbeitsweise, das predigen wir ja auch in anderen Bereichen, ist eben auch für Digitalisierung und KI nur zielführend, dass eben Fachabteilung, IT-Abteilung, Rechtsabteilung wegen der Daten und Geschäftsleitung, die müssen plötzlich alle zusammen an diesen Projekten sich überlegen. Wie kriegen wir das so hin, dass es für alle am Ende des Tages ein Mehrwert ist und gut ist und sich lohnt? Das ist also wirklich ein guter Aspekt nochmal, den kann man, glaube ich, nicht höher hängen. Spannend, danke. Jetzt hätten wir, so wie im Deutschlandfunk, noch Zeit für eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Gibt es noch von diesem Typ? Wir haben noch eine Viertelstunde. Du musst um 20 nach raus, aber... Wenn jetzt noch viele Fragen kommen, haben wir also noch ein bisschen Puffer. Aber wir haben ja auch noch Mike, der noch was sagen wollte zum Dr. Med KI. Das würden wir aber dann zuletzt anschließen. Ich hatte noch gefragt, Svenja, wie viele Systeme laufen, wie viele Instanzen? Hattest du es gesagt, habe ich es übersehen oder nur, dass man mal so eine Vorstellung kriegt? Aktuell sind wir bei 3,5. Naja. Also bald hoffentlich 4. Na gut, das ist doch schon echt... Einfach, man muss ja starten. Ich finde, dass ihr nach 3 Jahren schon so wirklich in der Anwendung seid, ist ja doch Wahnsinn. Interessant war, dass du auf deiner Folie gerade die Abrechnung unten, die Dollarstelle nicht beteiligt ist. Ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, dass es hier nicht um Rationalisierung geht, sondern um die Zufriedenheit der Leute. Die Fallpauschalen und die anderen unangenehmen Dinge, die bleiben, die kann man nicht ändern. Ja, aber man kann eben versuchen, das für die Leute besser hinzukriegen, dass sie ihren Feierabend auf dem Weihnachtsmarkt genießen. Ne? Ja. Okay, ja, dann, Anja, es gibt noch eine Frage von Simone. Genau, mich würde mal interessieren, also wenn du sagst, es sind jetzt 3 dabei, was sind denn die größten Ängste von den Krankenhäusern, das quasi nicht in die Richtung zu gehen oder euer System zu integrieren? Also, ich glaube tatsächlich, so ein bisschen generell, ja, was kommt jetzt mit so einem KI-System, dass so ein bisschen Skepsis immer besteht gegenüber dem System, deswegen auch das Schonende beibringen und ganz vorsichtig Schritt für Schritt schon kleine Erfolge erzielen. Also meine ehrliche Meinung dazu ist, dass die Transparenz, die wir schaffen, glaube ich, für viele die größte Angst ist, weil im OP läuft so viel einfach schief und seit so vielen Jahrzehnten schief, dass teilweise schieflaufende Prozesse von A nach B vererbt werden sozusagen. Und das, was wir da tun und was wir da schaffen, ist aus meiner Sicht ein unabdingbar wichtiger und unerlässlicher Schritt in der Zusammenarbeit in jeder Hinsicht. Aber es führt auch dazu, dass der ein oder andere massiven Schmerz haben wird, dadurch, dass Dinge eben nicht mehr so funktionieren wie vorher. Und das. Aber das guck mal, das kann man doch, wenn ich da mal ganz kurz noch, weil ich gleich raus, ne, aber wenn man sagt, ich habe mir früher immer noch mein Päuschen da rein gescheduled. Ja, wir hatten so eine Abmachung, so eine Zigarettenpause, die schedulen wir da irgendwie rein in die Abläufe und dann ist die da oder ich muss immer freitags einkaufen oder was auch immer, ja. Und das wird mir durch so ein System genommen. Das geht ja nur in einer Kultur, sage ich mal, wo man sagt, man macht hinterher alles sozusagen absolut auf Knirsch und so weiter. Man könnte doch auch umgekehrt sagen, prima, dann machen wir die Pausen eben transparent. Die brauchen unsere Menschen, unsere Mitarbeiterinnen. Wir sind ein Laden, da wird das alles eben geregelt. Und wir sprechen mit den Leuten immer wieder ab, wie viele Zigarettenpausen braucht ihr. Müsst ihr manchmal die Kinder aus der Kita holen und dann legen wir die Operationen drumherum. Also da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft auch noch lernen, ja, dass das nicht immer nur alles gemacht wird, um uns zu schaden. Die Verfügbarkeit kann auf Minutenebene angepasst werden. Und dementsprechend, wenn Verfügbarkeit nicht gegeben ist, kann Nextdoor auch nicht verplanen. Toll, ich fand das so schön mit euch, aber ich habe noch die Verabschiedung eines geschätzten Kollegen und da würde ich nämlich jetzt noch mich ganz schnell hinbewegen und sage deshalb Tschüss und vielen Dank für die total spannenden Inputs und Diskussionen und ihr macht noch weiter mit den Kolleginnen. Genau, wir machen Danke, Aljoscha. Erstmal Tschüss, schönen Abend dir und ja, wir haben noch gut 10 Minuten.
Wen es interessiert jetzt, es ist, glaube ich, spannend, nochmal zu verfolgen, was läuft mit Dr. Med KI. Das ist ja so das Herzstück, wie gesagt, auch unseres Angebots. Da würde ich jetzt Mike nochmal das Wort geben. Oder gibt es noch eine Frage, die ich damit abgeschnitten hätte? Ich glaube, alle sind soweit erstmal ganz glücklich. Ich glaube, also ich habe noch viele Fragen, wirklich so, aber die stellen wir dann vielleicht nochmal in einem anderen Kontext. Und Mike, dann könntest du nochmal was erzählen. Ja, sehr gerne. Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Beiträge, die super spannend waren. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung und Anmerkung, weil wir da gerade einen sehr, sehr aktuellen Use Case haben. Wir waren letzte Woche Samstag, waren wir bei einer Fortbildung, also so eine kleine Einführung zu KI in der Medizin, eben basierend auf unserem Lernangebot bei den Kliniken Ostalb in der gynäkologischen Ambulanz. Und haben da eben mitbekommen, also wir haben ja jetzt sehr spannend auch diskutiert hier intern in der Gruppe. Und sehr viele Begriffe sind gefallen und uns fällt dann bei diesen Workshops immer wieder auf, wie weit runter wir allein das Wording brechen müssen, wie wir Vergleiche ziehen müssen, ja, und wie viel Unsicherheit dahingehend eben schon besteht. Also ich glaube, das Level, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, über die Anwendung dieser Technologien und eben Anwendungen im Alltag, das ist noch zum Teil halt wirklich noch sehr, sehr weit weg von dem und da sind eben noch die Unsicherheiten, ja, wenn wir beispielsweise über ein Chatbot sprechen, wir nehmen eben nur den Begriff Symptomprüfer in den Mund und schon ist man lost, ja, also man muss da sehr, sehr einfache Beispiele bringen, wenn man über Chatbots spricht beispielsweise, ja, was man auf einer DHL-Seite findet oder dergleichen, um dann sozusagen das Tor so ein bisschen zu öffnen, ja, und da kommen wir dann eben auch tatsächlich zum Bildungsaspekt, eben auf das, was wir gerade mit Dr. Med KI machen, das sind so die Learnings, die wir mitnehmen, wenn wir durch die Lande ziehen, jetzt zunehmend mit den Lernangeboten, eben wir haben die Online-Kurse und wollen jetzt im nächsten Schritt im KI Campus 2.0 halt wirklich dann, dazu haben wir ja beispielsweise auch die Kollaboration mit der Landesärztekammer Baden-Württemberg, dass wir jetzt wirklich auch mit der Ärzteschaft nochmal stärker in Kontakt kommen, um zu sehen, wie sind die Bedarfe. Have a break. I've been working hard. I'll take a week off, get a suntan and I'll be back. I'm going to have a break. I've been working hard. I'll take a week off, get a suntan and I'll be back. Okay, von wem, wo kommt das her? Interessanter Beitrag aus dem Off. Kill your dog as a puppy versus now. Was machen wir da? Ist das Rally Karpetrova? Eventuell. Klingt nach einem Board. Kill your dog as a puppy versus now. Okay, ich mach das mal stumm jetzt hier. Ich glaube, das ist dieser Teilnehmer, sagt mir jetzt nämlich auch nichts. Kali Karpetrova, sonst bitte nochmal melden. Interessant. Ich konnte es jetzt nicht so richtig in Kontext setzen, aber gute Einstreuung. Wir nennen Mike gerne. Genau, ich poste hier auch nochmal die Themenseite Medizin, wo man die Angebote dann auch findet. Genau, also da planen wir jetzt gerade eine vierte Staffel der Podcast-Reihe Dr. Med KI. Da finde ich eben noch spannend, Svenja und Jalil oder Simone, da können wir gerne nochmal in Kontakt treten, ob das möglicherweise spannend ist, wenn wir eure Use Cases dann auch tatsächlich vorstellen im Rahmen einer solchen Folge. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also da haben wir jetzt tatsächlich geplant, so ein bisschen von, das war ja zunächst nur mit der Charité, dass wir jetzt auch ein bisschen in die Republik gehen, auch in die Schweiz, aus Basel wollen wir einen Use Case bringen und eben zu zeigen, was passiert in der Republik. Eben auch so parallel wird ein weiterer Online-Kurs kommen zum Start des Sommersemesters. Da werden wir über Regulierung und Ethik sprechen, also tatsächlich darum, was muss gemacht werden, um die Zulassung als Medizinprodukt eben auch zu erhalten. Was sind da sozusagen wirklich die Hürden und was ist das Spannungsfeld so ein Stück weit zwischen Regulierung und eben möglicherweise eben dem Abwürgen von Innovationen. Im ethischen Bereich haben wir auch schon als Podcast-Folge aufbereitet, Mortalitätsprädiktion beispielsweise, also da der sogenannte Todesalgorithmus, wie ihn der Springer Verlag mal nannte. Genau, also da haben wir auch spannende Beispiele, wo wir halt auch stärker halt wirklich so in die Breite hineingehen wollen. Und dann vielleicht noch abschließend von mir noch ein Hinweis in eigener Sache. Hier im Haus werden wir ab morgen, ich poste mal den Link in den Chat noch, haben wir den sogenannten Open Health Data and AI Summit. Also es sind zwei sehr, sehr spannende Tage mit vielen Livestreams und eben auch
Diskussionen zu dem Thema Open Data und Open Algorithms beziehungsweise eben Demokratisierung von Algorithmen. Da kann man sich kostenfrei anmelden und dann sehr gerne dann eben auch an den Streams teilnehmen. Und das ist alles natürlich kostenfrei. Und wir werden da auch im KI Campus dann am Freitag Abend um 17 Uhr noch einen kleinen Slot haben, wo wir ein bisschen über Open Learning und Open Learning Ecosystems im Kontext auch der Medizin haben werden. Wunderbar, danke dir, Mike. Auch da möchte ich gerne noch anbieten, Fragen an Mike zu richten, wenn da jetzt noch etwas kommt. Ansonsten, also möchte ich nur noch mal sagen, ich glaube, das Format hat Potenzial. Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele Leute heute da gewesen, aber wir werden das fortsetzen. Wir werden im nächsten Jahr also noch weitere Projekte hier auf die Bühne bringen und hoffentlich den Dialog auch mit den jetzt gezeigten Projekten weiterführen, was Mike schon meinte. Da sind vielleicht auch Potenziale, das mit in den Podcast zum Beispiel zu integrieren. Deswegen auch gerne freuen wir uns über Vorschläge oder direkten Austausch auch im Nachhinein. Und ich möchte euch nochmal ganz herzlich danken jetzt, Svenja und Jalil, für eure, und natürlich auch Simone, absolut, natürlich, für die tolle Präsentation, den Einblick und hoffe, wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank.